I am the Jochen, und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 11. Mai 2022. Schönen guten Morgen. Wir müssen reden über die UEFA. Die hat nämlich einiges beschlossen gestern, beziehungsweise ihr Exekutivkomitee. Da sind ein paar harmlose Sachen dabei, aber da ist auch was ganz Brisantes dabei. Was jetzt nicht völlig überraschend kam, muss man fairerweise auch sagen. Es hat sich sehr lange schon abgezeichnet, aber es ist jetzt beschlossen. Die harmlosen Dinge vorneweg vielleicht mal. Wir haben die Spielorte der EM, der Euro 2024, die ja in Deutschland stattfindet, und es gibt keine große Überraschung. Das Ganze wird eröffnet in München und das Finale wird stattfinden in Berlin. Also wie bei der WM 2006 auch schon. Das hat sich ja bewährt und da haben sie sich auch wieder für entschieden. Aber sie haben sich auch entschieden für die Champions League-Reform. Und das ist natürlich jetzt ein paar Worte doch wert, glaube ich, darauf einzugehen. Ab 2024, also ab übernächstem Jahr, wird die Champions League sich grundlegend ändern. Es gibt ja dieses Video, was ich auf dem Kanal auch habe, über die Geschichte der Champions League, Europa League, Conference League, wo ich da schon mal die verschiedenen Modusänderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte bespreche. Und jetzt wird in 2 Jahren eben das Ganze komplett auf links gekrempelt. Was ändert sich im Wesentlichen? Wir haben bislang 32 Teams, die in der Champions League mitmischen. Die spielen in 8 Vierergruppen, jeder gegen jeden, 6 Spieltage, und dann kommen jeweils die ersten beiden ins Achtelfinale. Das ist bekannt seit geraumer Zeit. Ja, da gab es schon andere Modi mit Zwischenrunden und so, aber wie gesagt, guckt euch mal ein anderes Video nochmal an, wenn ihr Lust habt. Da erkläre ich es ja nochmal in aller Ruhe. So, neuer Modus. Es gibt keine 32 Teams mehr, sondern 36, die mitmachen. Da haben wir gleich den ersten Zankapfel. Wo kommen die nämlich her? Eins war klar, es wird ein weiterer Landesverband einen Teilnehmer stellen können. Wir haben ja bislang mit jeweils 4 Teilnehmern vorneweg. Ja, die Top 4 der Liste, das sind aber seit Jahren schon eigentlich England, Spanien, Deutschland, Italien. Und jetzt kriegt der 5. auf der Liste auch noch einen Platz, das ist Frankreich in diesem Fall. Gut, rutscht da halt einer nach, von mir aus. Da wird der 2. zusätzliche Platz über die Qualifikation vergeben. Okay, da wird halt einfach ein bisschen Quali weniger gespielt, da rutschen 2 am Anfang mehr in die nächste Runde rein und man spielt jetzt eben dann einen Platz mehr aus. Hätte man von mir aus auch mit all diesen offenen neuen Plätzen so machen können, dass man einfach gesagt hätte, wir stocken diese Quali-Runde auf und dann gibt es halt einfach dann 4 Playoff-Spiele mehr und dementsprechend dann auch 4 Mannschaften mehr. Hat man sich dagegen entschieden. Favorisiert von der UEFA war lange Zeit die Version, wir lassen 2 Teams in die Liga rein, die es nicht geschafft haben, sportlich über ihre Liga in die Top 4, 3, 2, was auch immer zu kommen, die aber in den letzten Jahren in dieser 5-Jahres-Wertung sehr erfolgreich dabei waren. Das heißt sowas wie, es spielt jetzt ein, sagen wir mal, was haben wir im Augenblick? Tottenham Hotspur zum Beispiel in England wird vielleicht nur Fünfter, hat aber in den, oder Manchester United, hat aber in den letzten Jahren vielleicht gut abgeliefert in der Champions League, also dürfen sie doch noch mitmachen, obwohl sie es eigentlich sportlich gar nicht verdient hätten. Gab riesen Protest, weil man gesagt hat, Kinders, das muss eine sportliche Qualifikation bleiben, so eine Wildcard-Geschichte ist nix. Nur weil jemand mal ein paar Jahre lang gut war, heißt das ja in dem einen Jahr, wo man nicht so gut ist, nicht, dass man automatisch wieder mitmachen darf. Das wurde jetzt vom Tisch genommen und dafür gibt es jetzt die neue Regelung. Es werden zwei Ligen oder 2 Nationalverbände ermittelt über diese 5-Jahreswertung. Nee, stimmt nicht ganz, über die 1-Jahreswertung der abgelaufenen Saison. Und da wird geguckt, welches Land, welche Nation hat im letzten Jahr insgesamt am besten abgeliefert. Das heißt, es werden die Teams, die starten, für Deutschland, für Spanien, für Frankreich, für Niederlande, für Portugal und so weiter, die werden gewertet nach der 5-Jahreswertung im Punktesystem und es wird ein Durchschnittswert gebildet. Also, wie erfolgreich waren die? Und die beiden Länder, die insgesamt erfolgreichsten Teams gestellt haben, die bekommen dann einen zusätzlichen Champions League Platz in ihrer Liga freigeräumt. Also, Beispiel, wenn jetzt im Jahr 23, 24 die deutschen Teams im Europapokal abliefern und kommen alle mal locker Halbfinale oder weiß nicht irgendwas, ins Halbfinale oder noch irgendwas, dann wäre Deutschland im Jahr darauf, also 24, 25, berechtigt, aus der Tabelle einen weiteren Champions League Platz auszuschreiben und da würde dann ein weiteres Team reinrutschen. So ist der Gedanke dahinter. Das ist zwar momentan, wäre das zum Beispiel England, wodurch dann auch wieder Tottenham und Manchester United reinrutschen würde, aber theoretisch könnte das dann auch mal ein kleineres Land treffen. Das wäre natürlich eine nette Sache, wenn die wirklich mal performen. Es gab doch mal ein Jahr, wo die Rumänen so stark waren, das ist eine ganze Weile her, mit Steaua Bukarest und Cluj und wie sie hießen. Ist wirklich her. Aber das könnte zum Beispiel dann, wenn sie es durchziehen, dann für die Rumänen bedeuten, dass es mal einen weiteren Champions League Platz gibt. Gut, dann haben wir also 36 Teams und die werden jetzt nicht mehr auf 8 Vierergruppen verteilt, sondern auf eine 36er-Gruppe. Das ist neu, das heißt, wir haben Platz 1 bis 36 und das ist ja wirklich was,
Ja, in Deutschland haben wir 18 in der Bundesliga, jetzt denkt ihr euch doppelt so lang, unten drunter nochmal dran und dann haben wir halt ein Riesenranking. Das ist unübersichtlich, wie ich finde. Ich fand die Vierergruppen immer ganz schnuckelig, so zum Draufgucken, aber nein, macht man jetzt anders. Es wird jetzt aber nicht jeder gegen 35 andere Gegner antreten können, mangels Spielterminen. Deswegen ist hier folgende Regelung jetzt. Man spielt als Teilnehmer der Champions League insgesamt jetzt 8 Vorrundenspiele, statt wie bisher 6. 10 waren mal im Gespräch, jetzt hat man sich auf 8 geeinigt. Diese 8 Gegner werden zugelost. Und es sind aber nicht mehr Hin- und Rückspiel gegen denselben Gegner, sondern jedes Team hat 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele, aber gegen 8 verschiedene Gegner. Die Zulosung der Gegner erfolgt per Setzliste, wie bisher auch. Früher war es so, dass die besten 8 waren in Lostopf 1 und wurden auf die 8 Gruppen verteilt. Haben sich also nicht getroffen in der Vorrunde. Das waren so Real Madrid und Barcelona und Manchester City und Paris Saint-Germain und Bayern. Die haben sich nicht treffen können vorher. Nicht stimmt. Zwischenzeitlich waren es dann mal die Meister, jetzt aktuell noch, die Meister aus den größten Nationen. Und jetzt ändert sich wieder was dann. Und zwar wird so gelost, dass jedes Team bekommt 2 Gegner aus dem stärksten Topf zugeteilt. 2 Teams aus dem zweiten Topf, 2 aus dem dritten, 2 aus dem vierten Topf. Heißt aber auch, dass zum Beispiel jetzt Bayern München, wenn sie im ersten Topf liegen, auf jeden Fall 2 Top-Gegner bekommen. Das könnte jetzt sein, zum Beispiel Manchester City oder PSG. Das heißt, man hat auf jeden Fall in der Vorrunde auch schon die sogenannten Knallerpartien. Das war ja damals dieser Trick von der UEFA, wo sie gesagt haben, komm, dann haben sie vielleicht, nehmen sie vielleicht dann die Super League vom Tisch. Wenn wir ihnen schmackhaft machen, dass sie in der Vorrunde schon gegen andere Teams spielen können. Es wird natürlich unglaublich unübersichtlich, weil das heißt, pro Spieltag haben wir dann in dieser einen Gruppe 18 Partien, die ausgetragen werden. Aber man kann sich nicht mehr auf einzelne Gruppen konzentrieren, weil es halt einfach nur noch die eine gibt. Es wird trotzdem dort irgendwann eine Tabelle erstellt nach 8 Spielen, wo sehr, sehr viele Teams dann punktgleich sein werden. Da geht es dann über Tordifferenz und was, keine Auswärtstorregel oder was weiß ich. Es wird irgendwie unschön werden. Direkter Vergleich kann nicht mehr funktionieren, weil das findet ja dann wirklich mit den meisten nicht mehr statt. So, dann haben wir dieses super Ranking und dann kommen die ersten 8 ins Achtelfinale. Die letzten 8 scheiden aus und Platz 9 bis 16 spielt die anderen Achtelfinalisten aus. 9 gegen 16, 10 gegen 15, 11 gegen 14. Das kommt nicht hin, ja, mit 16, fällt mir gerade eben auf. Nein. 9 bis 16, so rum ist es. 9 bis 16 spielt gegen 17 bis 24. Und 25 bis 36 scheidet aus. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Genau, und die spielen nämlich dann 9 gegen 24, so rum passt. 10 gegen 23, bla 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 und so weiter. Und am Schluss 16 gegen 17. Das ist dann die Qualifikation fürs Achtelfinale, die neu eingeführt wird. Und daraus ergeben sich dann eben die restlichen Achtelfinalisten. Irgendwie verstanden? Ich glaube schon. Und dann im achten Finale, dann ist K.O.-Runde ganz normal weiter. Bisher in einer Saison 125 Spiele pro Champions League-Saison, ab dann pro Saison 225 Spiele. Das heißt, wir verdoppeln fast die Anzahl der Spiele. Ob man das noch so sehen will, weiß ich nicht genau. Vor allem, das kann man gar nicht mehr alles erfassen. Also, es wird auch für mich eine Herausforderung. Ich werde hier nicht an einem Champions League-Abend 18 Spiele runterrattern können. Gut, 18 sind nicht pro Abend, es verteilt sich auf Dienstag, Mittwoch, das bleibt natürlich. Und die Europa League, die Conference League gibt es ja auch. Die werden auch verändert natürlich. Das heißt, da ist meines Wissens der Plan auch 36 Teams in der Europa. Gott, wo sollen die alle herkommen? 36 Teams in der Europa League und ich glaube auch 36 in der Conference League. Aber die Conference League hat nur 6 Vorrundenspiele, die gelost werden. Und die Europa League 8. Neue Spieltermine gibt es dann über die Winterpause, Dezember, Januar. Das heißt, bisher war ja immer Pause, Anfang Dezember, letzter Gruppenspieltag. Und dann ging es Mitte Februar mit der K.O.-Runde weiter. Jetzt knallen sie uns da weiter noch die Dinge rein. Und es muss ja auch diese zusätzliche Qualifikation fürs Achtelfinale auch noch gespielt werden. Das heißt, auch das gibt nochmal neue Spieltage. Ich bin nicht glücklich damit und da bin ich alleine. Ich glaube, es ist. Unnötig zu fragen. Na doch, komm. Was meint ihr? Schreibt mal Meinung bitte in die Kommentare rein, wenn ihr Lust habt. Aber es gilt. Die UEFA hat gesagt, das machen wir so. Und ja. Dann kommen wir wohl nicht drum rum. So, das wollte ich nur kurz erwähnen, bevor wir zum tagesaktuellen Sportgeschehen kommen. Habe ich hiermit gemacht und jetzt kommen wir zum tagesaktuellen Sportgeschehen. Es gibt da wieder ein Benefiz-Fußballspiel und zwar diesmal zu sehen auf Pro7. Borussia Mönchengladbach spielt gegen die Ukraine. Um 7:15 beginnt die Übertragung. Ich nehme an, um 8:30 dann das Spiel. Es ist aber, wie gesagt, Benefiz und kein tiefer sportlicher Wert, aber es geht einfach darum,
um einen guten Zweck zu spielen. Schauen wir mal zum restlichen Fußball. Florenz hat gegen Rom gewonnen, gegen AS Rom, am vorgestrigen Abend noch in der Serie A. Damit haben wir jetzt eine ganz, ganz heiße Situation. Denn wir haben in der Serie A jetzt sowohl die Roma, als auch Florenz, als auch Atalanta Bergamo punktgleich mit 59 Punkten. Einer von den dreien wird in die Europa League, einer von den dreien in die Conference League wandern und der dritte nirgendwo hin. Allerdings steht die Roma ja noch im Conference League Finale. Wenn sie das gewinnen und hier nicht unter die Top 7 rutschen, also das schlechteste dieser drei Teams sein würden, dann kämen sie alle drei international weiter. Mehr dazu im Tabellenvideo, was ich Dienstag hochgeladen habe, oder ihr schaut einfach, also gestern, oder ihr schaut einfach dann weiter hier zu. Ich erzähle euch dann nächste Woche, wenn sich was Neues dort getan hat. Diesbezüglich. So, das war noch ein Nachtrag. Dann haben wir Nachträge von gestern Abend, da gab es auch Nachholspiele. FC Liverpool gewinnt bei Aston Villa und zieht damit vorerst wieder gleich mit Manchester City, aber die haben jetzt wieder noch ein Nachholspiel mehr, können also wieder davon gehen. In Spanien hat Barcelona mit einem Sieg über Celta Vigo sich weiterhin auf Platz 2 bequem gemacht. Die Vizemeisterschaft scheint nur noch Formsache zu sein für Barca. Immerhin haben sie jetzt 7 Punkte Vorsprung und Sevilla hat nur noch 3 Spiele. Ich denke, das reicht. Bilbao verliert und Betis gewinnt. Das heißt, Betis marschiert weiter in Richtung vielleicht doch nochmal Champions League, muss man gucken. Und für Bilbao wird es dann langsam eng, international noch dabei sein zu können. Heute gibt es ganz viel Fußball am Abend. Wir sortieren es mal nach Wettbewerben. In der Premier League gibt es 4 weitere Nachholspiele. Viel Abstiegskampf auch dabei. Um die Meisterschaft geht es, wie schon erwähnt, 8:45. Wolverhampton gegen Manchester City, live auf Sky Sport. Der FC Chelsea spielt um die Champions League Quali bei Leeds United um 20.30 Uhr. Und um 20.45 Uhr gibt es Watford, Everton und Leicester gegen Norwich. Wie schon erwähnt, Abstiegskampf steckt da mit drin. In Frankreich gibt es ein interessantes Spiel, und zwar Europapokal Hoffnung gegen Abstiegssorgen. Nizza gegen Saint-Étienne, 19 Uhr auf der Zone. In Spanien gibt es 4 Nachholspiele. Hier wäre sicherlich zu nennen FC Sevilla gegen Mallorca um 20.30 Uhr und um 21.30 Uhr Atletico Madrid in Elche. Aber richtig entscheidend könnte es werden in den Niederlanden bei der Eredivisie. Da spielt um 20 Uhr Ajax gegen Heerenveen. Wir wissen, Ajax hat 4 Punkte vor PSV Eindhoven. Die spielen zeitgleich gegen Nijmegen. Und wenn Ajax aber sein Spiel gewinnt, kann Eindhoven machen, was es will, dann ist Ajax Amsterdam Meister. Das also um 20 Uhr live zu sehen auf Sport Digital, beziehungsweise auch auf The Zone natürlich. Aber das Fußballspiel des Abends, das kommt aus Italien und es ist das Endspiel um die Coppa Italia. Wir vergeben also einen weiteren großen Pokal. Juventus Turin gegen Inter Mailand. Das ist dann aber auch so ein klangvolles Ding gleich. Also schöne, schöne Finalpartie. 21 Uhr auf The Zone, könnt ihr mit dabei sein. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wer da diesen Pokal gewinnt, geht um sehr viel Prestige. In Italien ist der Pokal eine Menge wert. Tennis aus Rom. Ja, und da gucken wir mal kurz aufs Damenturnier drauf. Und ich kann sagen, dass Angelique Kerber wieder ausgeschieden ist in ihrem Erstrundenmatch. Diesmal gegen Cori Gauff. Ich habe mal die Ergebnisse von Kerber durchgeblättert. Seit dem Turnier von Rom letztes Jahr hat Angelique Kerber, wenn ich das richtig sehe, 2 Matches gewonnen. In diesem Jahr 2022, da hat Angelique Kerber 2 Matches gewonnen. Das waren die ersten beiden Runden in den Duels. Der Rest, viele, viele Auftaktniederlagen dabei. Gar nicht so schön, liebe Angie Kerber, komm bitte nochmal auf die Beine. Das wäre uns allen, glaube ich, sehr, sehr recht. Und jetzt kommt Dominic Thiem, das ist nämlich der andere Knabe. Der hat nämlich tatsächlich, wenn man sich seine Bilanz anschaut, und das habe ich, wie kann ich Kerber und Thiem verwechseln, ich weiß es nicht genau. Dominic Thiem, der hat nämlich auch sein Auftaktmatch verloren in Rom gegen Fornini in 2 Sätzen. Und wenn man sich hier die Ergebnisse anguckt, dann stößt man auf den letzten Sieg von Dominic Thiem am 12. Mai 21 in Rom bei diesem Turnier. Das heißt, gut, er war lange Zeit auch verletzt, aber hat dann auch einige Spiele absolvieren können und hat nichts davon gewonnen. Jetzt ist er auch wieder raus in der ersten Runde. Ob der nochmal auf die Beine kommt, werden wir sehen. Djokovic hat es hinbekommen, hat gegen Karatsev gewonnen in 2 Sätzen, ist in Rom eine Runde weiter. Heute gibt es großes Programm in Rom. Ab 11 Uhr, 11 ist es, ne, glaube ich, also nicht ab 11 Uhr, 11, sondern ab 11, ja, geht es auf Sky Sport. Dieses Tennisturnier, vor allem die Männer heute im Mittelpunkt, da haben wir zum Beispiel Alexander Zverev gleich um 11 gegen den Argentinier Baez.
Dann haben wir um 12:30, 13 Uhr sowas im Anschluss daran Nadal gegen Isner. Später noch Tsitsipas gegen Dimitrov. Wawrinka wird dabei sein gegen Djere. Also da haben wir einige sehr namhafte Spiele am Start. Wenn ihr Bock habt, schaut bei Sky Sport einfach mal rein. Und Kravitz-Mies spielen Doppel auch noch. Die sind auch eine Runde weitergekommen. Erfreulicherweise. Basketball gab es gestern in der BBL. Ich sagte das im Vorfeld schon, eigentlich ein Topspiel, aber für die Playoffs jetzt völlig unbedeutend, weil die Platzierungen der Tabelle waren klar. Alba Berlin gewinnt nochmal bei den Bayern und untermauert nochmal seinen Platz 1 nach der Vorrunde. Schön für Alba, aber genutzt jetzt tabellarisch hat es auch nicht mehr wirklich was. Heute 19 Uhr Ludwigsburg gegen Heidelberg. Wer möchte, schaue es sich an. Und da möchte ich gerne die Paarung vorlesen, ganz offiziell. Eurocup Basketball, da gibt es das Finale heute auf Magenta. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar als Free for All, genau. Könnt ihr umsonst gucken. Geht los um 20.30 Uhr. Finale um den Eurocup. Und aus Sponsorgründen, ich finde es nett. Es spielt Segafredo Virtus Bologna gegen Frutti Extra Bursaspor. Ne? Nett. Also wer Lust hat auf ein Basketballfinale, halb neun und Abend. Free for all auf Magenta. Schauen wir kurz auf die NBA-Playoffs. Apropos Basketball. Vier Serien sind es, die dort laufen. Davon stehen jetzt drei unentschieden, 2-2. Die Boston Celtics haben ausgeglichen gegen Milwaukee. 2-2, ebenso Miami, Philadelphia 2-2, Phoenix gegen Dallas 2-2. Und in einer Serie scheint eine Vorentscheidung gefallen, denn Golden State haben gestern Nacht gewonnen gegen Memphis und führen jetzt 3-1. Also die Grizzlies kurz vor dem Aus. Und für die Warriors könnte es hier bald ins Western Final gehen. Wunderbar, wo die NBA Playoffs sind, sind die NHL Playoffs nicht weit. Auch hier hat sich was getan, nämlich die Colorado Avalanche haben, wie schon im Vorfeld erwartet, gegen Nashville einen Sweep geschafft. 4-0 gewonnen in der Serie und stehen damit als erstes Team in der zweiten Playoff-Runde. Die anderen Serien wurden ausgeglichen. Calgary gleich gegen Dallas aus, Florida gleich gegen Washington aus. Und die einzige Serie, die jetzt nicht unentschieden steht oder schon entschieden ist, ist Pittsburgh gegen New York Rangers. Da haben die Penguins nämlich das 3-1 erzielt, also die Führung für Pittsburgh. Und Basti hat noch gedacht, die Rangers kommen weiter. Nee, sieht nicht so aus. Also 3-1 für die Penguins, das könnte was werden. Ich bin gespannt. So, Radsport Giro d'Italia. Erfreulich ist auch hier zu berichten, nämlich Lennart Kemner hat gestern die vierte Etappe gewonnen, die Bergfahrt hoch auf den Ätna. Im Zielsprint, die sind am Schluss zu zweit angekommen. Juan Pedro López aus Spanien ist mit ihm hochgekommen und der ist dann, also Kemner war dann auf der Zielgerade schnellere und dafür ist López ins Führungstrikot gefahren vor Kemner. Das ist also jetzt die neue Spitze. Dritter ist Rein Tarame aus Estland, Emanuel Buchmann 21. mit gut 2,5 Minuten Rückstand. Der hat heute aber einiges verloren auf Kemner, nämlich diese 2,5 Minuten im Grunde genommen. Ausgeschieden, das vielleicht noch zu erwähnen, ist Miguel Angel Lopez. Der ist auch nicht mehr weitergefahren. Ein Name, den man vielleicht kennt, der vielleicht hier auch mal genannt wurde unter den Favoriten, aber gewinnen wird er es nicht mehr. So, dann habe ich noch Handball. Ach nee, hier erstmal kurz die Etappe. Ha, fast vergessen. Giro d'Italia heute, ja, die ist jetzt aber auch nicht so, gestern war schon spektakulärer. Ganz kurz der Blick auf Italien, wenn es jemand sehen möchte. Das ist, kann man erkennen hier, das ist Italien und hier unten sind wir gerade. Das war jetzt hier die heutige Etappe auf den Ätna, hier ist dieser Stiefel, ne? Und jetzt arbeiten wir uns hier so langsam hoch in Richtung Alpen und sowas. Die Etappe von heute sieht so aus. Jetzt ist es auch wieder richtig rum, glaube ich, ne? Oder ist es noch spiegelverkehrt? Gestern war es spiegelverkehrt wieder, ich habe mich gewundert. Bin ich immer noch spiegelverkehrt? Da muss ich dringend was ändern an der Kameraeinstellung. Also das Schöne ist, die Etappe ist sehr symmetrisch, ne? Sie beginnt. In der Mitte gibt es einen hohen Berg und dann geht sie irgendwann ins Ziel. Also das Ziel ist hier. Das flache Gedöns. Es wird so durchgelaufen. So durchgefahren. Ich weiß nicht genau. Ich gucke gleich selber mal. Wenn es spiegelverkehrt ist, tut mir leid, dann muss ich wieder drehen. Dann habe ich wieder irgendwas verstellt. Bin auch dran gekommen. Ja, Handball wollte ich noch sagen. Da gibt es heute Abend zwei Spiele und zwar Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Das könnte noch interessant sein für den einen oder anderen. Auf The Zone gibt es sie live zu sehen mit deutscher Beteiligung. 18.45 Uhr Flensburg-Handewitt gegen FC Barcelona und um 20.45 Uhr THW Kiel bei PSG. Also namhafte Gegner für die beiden deutschen Teams in diesem Hinspiel. Und das Spiel von PSG gegen Kiel gibt es auch live auf Servus TV und Free TV. Also wer keine The Zone hat, kann trotzdem heute Abend Handball Champions League gucken. Oder ihr guckt Basketball Eurocup im Free TV heute Abend, habe ich ja schon gesagt. Ihr könnt aber auch das Benefits-Spiel von Gladbach gegen die Ukraine schauen.
macht, was ihr wollt. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Morgen sind wir wieder da, wenn ihr Lust habt. Und was machen wir morgen? Weiß ich noch nicht. Was halt so ansteht. Bis dann. Einen schönen Mittwoch euch. Tschüss.